Spulen befassen. Okay, da habe ich, glaube ich, alles. Auch die. Komm, reparier das Ding jetzt mal. Das nervt mich, dass es ständig aufleuchtet. Weißt du, was mir jetzt gerade passiert ist? Wo soll ich das wissen? Schau es dir an. Oh nein! Hilf mir, das Zeug einzusammeln! Ich bin gerade bei den Spulen am Machen. Jetzt ernsthaft, dann verschwindet es die Hälfte des Zeugs. Oh Mann! Ich habe jetzt keine Rüstung mehr an, nichts, gar nichts. Oh. Es ist doch egal, hier sind doch keine... Lass dir Zeit, ist egal. Oh, aber darauf habe ich echt gewartet, ne? Yes. Da kommt gleich das tanzende Eichhörnchen, jawohl. Ach, nee. Hast naja, das war mal ein schöner Test auf jeden Fall. Nochmal mache ich das nicht. Das mache ich, wenn dann in meiner Freizeit. Ups. Oh, Mann. Dann schaue ich mal, ob ich das wieder herstellen kann. Soll ich dir das droppen oder was soll ich damit machen? Wie du magst, also das Panzerfahrzeug kann ich hinstellen. Ich denke, dass ich das wieder verräumen werde, das Zeug, weil nochmal mache ich den Aufbau nicht. Den mache ich, wenn dann nur, wenn wir wieder Zeit haben. Ich habe kaum was eingesammelt. Was hast denn du so geschrien? Ich weiß nicht. Ich habe 12 Nägel, 6 Äste, 9 Stahlstangen, 12 Seile und 6 Holz. Das ist das Einzige, was ich ganz hier... Schön. Mit ein paar Gummis noch? Sowas ist ärgerlich. Naja, ärgerlich ist es jetzt nicht unbedingt, aber... Er schreit da. Es ist eher peinlich, weil ich im Grunde schon mit drauf gewartet habe, dass das passiert, ne? Also wissen wir jetzt, das hat eine, Belastbarkeits... Ja. Nee, das warte mal, das ist... Nee, ich hab's abgebaut. Ich hab das Fahrzeug abgebaut. Aus Versehen, ach so. Ich wollte das Fahrzeug reparieren, weil mich das genervt hat, dass es ständig aufgeleuchtet ist, dass ich es reparieren soll. Und jetzt wollte ich es reparieren und drückt aber dummerweise auf R anstatt auf reparieren, halt auf T. Also ich habe die drei Teile jetzt verräumt. Das ist in Ordnung. Ich mache jetzt Spulen, ne? Ja, mach das mal. Mach mal Spulen. So. Moment, das glitscht doch hier rein. Ich will aber nicht, dass es da rein glitscht. Warum kann ich denn hier nicht... Das geht nicht. Nein, kann ich nicht. Machen. So. Nee, geht nicht. Das hatte ich doch vorhin weiter vorne, oder nicht? Geht nicht. Geht auch nicht. So, dann. Eine Dreier... So eine Dreier. Neu schmieden. Jetzt geht der nicht dran. Ich will nur die Plattform da drauf machen jetzt. Und ich will nichts anderes. So. Dann, da kriege ich nur Zweier hin. Okay, Kühlung. Hier ist eine Zweier. Und noch eine Zweier, okay. Blitzschlag. Das passt aber auch nicht, okay. Ist egal. Zweier. Ja. Ui. Geil. Blitzschlag Dreier. Geil. Wie bitte? Was? Die kann ich verräumen wieder. Das ist eine Einser. Giftig. Wenn man weiß, wie das geht, macht das richtig Spaß, ne? Ja. Ja, vor allem das mit den Spulen dauert dann wirklich bloß noch ein paar Sekunden. Ja. Es geht da keine hin. Okay, nee, dann lasse ich die weg. Geh weg. Abreißen. Gut, dann geht nichts mehr. Dann haben wir hier Festung. Das ist eine. Das ist Widerstand. Okay, das kann ich vergessen. Okay, dann gucken wir mal, was wir in meine Klamotten packen.
das können wir auch vergessen, okay. Ich lasse das jetzt halt einfach nur als Plattform und fertig. So. Also hier ist giftig und Widerstand drin. Wie ist denn das? Ist das eigentlich besser, wenn man... Ich habe jetzt hier zum Beispiel in meinen Schuhen schon von Haus aus giftig drin, ne? Ist das dann eigentlich besser, was anderes drauf zu packen? Ja, das kann ich nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass du ja dann den Wert ja auch verstärkst. Aber andererseits, wenn du, keine Ahnung, zwei Gift dann woanders drauf packst, hast du ja dann trotzdem die zwei Gift mehr. Ja, deswegen, weil wenn ich habe ja hier schon eine Giftigspule 3 drin. Warum soll ich dann noch eine Giftigspule 3? Ich weiß, ich mache hier andere Sachen drin. Mach das. Also, dann... Machen wir ein schönes Geländer darum. Mitschlag. Und dann nehmen wir... Widerstand ist hier schon. Dann nehmen wir noch Gift. Okay, habe ich richtig geile Schuhe. Geile Schuhe. Ey. Frauen halt wieder, ne? Immer auf die Schuhe dann. Dann haben wir hier auch nochmal ein Dreier. Ach, ich brauche die Metallplatten. Festung und Kühlung. Blitzschlag. Blitze. Und das. Jawohl. Ups, dann ich bin in deine Beete gehüpft. Sowas. Ja, geht gar nicht, ne? Kühlung, Festung. Widerstand. Kühlung. Und hier. Eisenplatten, warte mal, wie viel habe ich denn da? So, jetzt haben wir gerade mal 11, ne? Auch nicht schlecht. Mir fehlt hier irgendwie eine Leiter oder sowas. Okay, so, jetzt haben wir aber wirklich. Du hast beim letzten Stream alles verspult, habe ich gesehen. Und jetzt habe ich mich alles verspult neu. Du hast dich verspult? Ja. So, ist das auch fertig? Fettig. 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 So, wie lange brauchen sie denn jetzt noch? Wollen wir jetzt mal langsam los? Ja, von hier aus fahren wir los. Ich baue jetzt halt hier trotzdem mal nur 3 simple, lumpige Holzkisten noch mit drauf. Wie gesagt, nimm dir Cola mit. Oh, stimmt. Können wir ja auch zum Beispiel in die Kisten reinpacken, ne? Ja, so viel Cola ist da nicht drin. Also die Cola, die da jetzt drin ist, lass eine drin als Platzhalter. Und dann war's das. So. Dann kann ich mich jetzt endlich mal wieder leer machen. Ach, die bringen ja auch. Das da? Ne? Ja, genau. Und Eisenerze habe ich nichts. Gummis könnte ich noch verräumen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe 30 Cola mit. Nimm reichlich Sprit mit und Muni. Okay. Sprit auf jeden Fall, das denke ich mir schon, weil das Ding saugt. Und wir werden mit Sicherheit auch viele Autos zerlegen müssen, denke ich mal. Kupferbarren. Die Münzen kann man eigentlich immer gleich zerlegen. Warte mal, die tue ich gleich mal raus. Aber die in Kupferbarren, weil die Münzen kannst du so nicht brauchen. Du musst dir mal auf deinem Stream zugucken. Du musst mir mal zugucken. Ja, und einen Schluck trinken. Auch noch. Prost, ihr Lieben. Prösterle. Was schluckst du denn? Also was trinkst du denn? Wasser oder bist du... Ich habe hier diesen... von Orangina gibt es doch Orangensaft. Das ist ein Orangensaft. Und der ist mit Fruchtfleisch. Den gibt es auch in Zero. Und da habe ich mir halt... Da hole ich mir immer die Sixpacks. Das sind
Süßstoffe drin. Du willst das jetzt mit mir hier mit Diabetes und so nicht diskutieren mit Zucker und Süßstoff? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So eine Diskussion möchte ich nicht führen. Gut. Kalkstein, Zement. Habe ich noch Kalkstein? Da habe ich noch Kalkstein. Und Zucker ist sowieso auch nicht viel gesünder als diese ganzen Süßstoffe. Wolltest du jetzt ja diskutieren oder nicht? Nee. Aber ich habe hier auch Schokolade ohne Zucker und Weingummi ohne Zucker. Aber komisch, das meiste ist alles nicht in Deutschland hergestellt. Deutschland ist eine richtig schöne Zuckerfabrik. Und USA natürlich. Ja. The land of the fat. Ich glaube, das Weingummi, was ich immer bestelle, ich glaube, das kommt aus Schweden. Felle, Federn, Knochen, Krimskrams, da, Knochen. Nee, Leder, hier. Was kommt aus Schweden? Ja, ich war gerade am Trinken. Frechheit. Das Weingummi, was ich immer bestelle. Hühnchen. Ich habe Hühnchen auch noch einstecken. Ich wollte sowieso was zu essen mitnehmen, ne? Da habe ich noch diese komischen und Cola. Samen. Cola. Blätter. Ich habe mir die Cola mit dem Süßstoff schon rausgenommen. Cola. 14, den anderen braucht man nicht, ne? Das ist Giftwiderstand. Nee. Na, da bin ich auch mal gespannt. Wir brauchen jetzt nur die Cola, ne? Für. Ja. Lass eine drin als Platzhalter, bitte. Ach so, ich habe mir jetzt halt 15 rausgenommen. Das sind nur noch 14 drin. Ja. Gut. So viel werden wir da nicht brauchen, denke ich. Na, letztes Mal ging das ganz schön, weil die Cola hält ja nur eine Stunde. Und das, was du da mit Karotten herstellen kannst, hält ja 12 Stunden. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch so um die 12 bis 15 Stück einstecken und hatte dann immer noch welche über. Ja, ich weiß natürlich nicht, wenn wir jetzt wirklich unten von 1 zu 3 fahren, wie wir das schaffen und so weiter und so fort. Ja. Okay, also ich bin jetzt langsam mal fertig, hoffe ich. Ich renne immer 1000 Mal zu den Kisten, weil ich es immer drüber wegschaue. Also Munition, schauen wir mal. Ich brauche Sturmmaschine und Kurzwaffe. Die ist leer. Oh. Also Maschinenpistole. Ich habe ja Maschinenpistole und Pistole habe ich hergestellt. Ja, Maschinenpistole nehme ich jetzt mal 3 Stack mit. Das sind 300 Schuss. Ja. Und Pistole. Was habe ich denn da? Ach, das ist Sturm. Für Sturmgewehr hatte ich keinen Bock herzustellen, weil hätte ich das ja erst wieder Eisenbahnen herstellen müssen. Und ja, hatte ich keine Lust drauf. Verständlich. Und Sprit. Aber wo hat man denn den Sprit? Bei Autoteile? Wahrscheinlich, ne? Wo ich schon 1000 Mal drüber geguckt habe, aber sehr viel ist das nicht. Nein. Ja, ich muss schauen, dass wir, wenn wir zurück sind, die Öl-Dingsbums herstellen, dass wir nicht wieder abreißen, bitte. Dass wir Öl schürfen und dann Treibstoff herstellen können. Ich habe jetzt nämlich nur 280 drin. Ne? Zu essen, ach ja, zu essen habe ich schon wieder vergessen. Oh meine Güte. Mann! Hätte ich es ja fast vergessen. Zum Glück denkt Grandoro mit. Ja. Wenn ich schon selbst nicht denken kann. Bei dir muss man ja mitdenken. So. Bitte. Nix, ich habe nur laut gedacht. So, ich habe jetzt nochmal nebenbei eine Kiste hier abgebaut, ne? Ich habe mir jetzt den Eintopf mit Fleisch genommen, so, das hast du jetzt davon. Genau, ja, den wollte ich ja herstellen, aber wie gesagt, da fehlen mir ja Pilze. Mm. Das ist natürlich doof, wenn du den nimmst, weil dann weiß ich nicht mehr, dass ich den herstellen will. War nur noch einer, ne? Okay, ich tue dann zurück. Sashimi hätte ich dann genommen, aber da ist auch nur noch eins da. Ist wurscht, ich nehme einfach 24 Dosen Futter mit, dann passt das schon. Ja, dann macht das genau.
Was liegt denn da jetzt? Achso. Weil ich lasse mal gerne einen als Platzhalter drin, so als Erinnerung, weißt du? Also fahr mal, los geht's. Juhu. Ich wollte ja die Fleischdinger, da steht noch eine Kiste auf der Straße. Was? Ja, die lass stehen, da habe ich bloß ein bisschen Zeug reingeräumt auf die Schnelle. Moment, für das Motorrad habe ich alles mit, zum Not. Wohin fahren wir jetzt eigentlich? Zur 3? Zur 1. Zur 1. warte mal, wenn wir zur 1 fahren... Wüstenbiom. Dann muss ich... Ja, genau, in die Richtung, ne? Kann ja mal meine Waffen reparieren. Aber man ist echt schön schnell mit dem Teil, muss ich sagen. Man sowas wie Fässer oder sowas, das ist natürlich dann irrelevant. Jetzt habe ich Blödkopf doch wieder die Barren rausgetan, die ich zur Reparatur mitnehmen wollte. Ja, weil immer alles so schnell geht. Nee, weil ich nichts im Kopf habe, deswegen. Ich repariere gerade meine Sachen hier nebenbei. Jo, mach das. Bam. Komm, fahr vorwärts. Ja, der hat ein bisschen Gewicht und schiebt, aber der lässt sich echt schön fahren. Ach, ist doch schön, wenn man nichts machen muss. Echt? Nee. Aber heute scheint es, ich will es nicht beschreien, aber du scheinst heute mit dem Stream mehr Glück zu haben. Der vor 2 Tagen war ja schlimm. Ja, ja, ich ändere nichts an den Einstellungen. Ja. Das ist es ja. Darum wundert es mich dann immer, wenn es dann plötzlich nicht hinhaut. Aber es ist zum Glück seltener als... Bei welchem Stream war denn das bei mir? Das war irgendein Stream mal von Monuments Flipper, wo es auf einmal, wo nichts mehr ging und ich das auch nicht mehr geladen gekriegt habe. Den musste ich ja auch abbrechen. Kannst dich da noch erinnern, da warst du, glaube ich, bei. Ja. So. Ach, trink mal einen Schluck Kaffee während der Fahrt, ne? Brösele. Mhm. Upsala, denkt dran, dass ihr öfters wegen Hindernissen anhalten müsst. Ihr werdet viele Zombie bekämpfen. Ich weiß nicht, ob die 300 Schuss reichen. Naja, werde ich dann schon sehen. Ich habe mein Schwert doch auch dabei. Ich baller nicht zu viel. Ich habe jetzt alles repariert, damit mir nicht wieder während des Kämpfens irgendwas kaputt geht. Ne? Ja, ich habe mein Reparaturzeugs einstecken. Also die Pistole hat nämlich noch, ist gerade mal zur Hälfte runter. Was denn? Den hast du gut zermatscht. Ja, den habe ich zerlegt, so wie es sich gehört. Also ich hätte gedacht, du kommst schwieriger durch. Ja, hätte ich auch gedacht. Es geht ja richtig, also wenn du auf den großen Straßen bleibst oder überhaupt auf der Straße, deswegen... Kann es nicht sein, dass es da nicht zu 2 oder so da nicht eine Straße hingibt. Ja. Weil sonst kommst du mit dem Fahrzeug überhaupt nicht da hin. Über die. Nee. Ja. Das stimmt. Aber man fährt hier 90 mit dem Teil. Ja, meine Güte, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Lass uns mal. Opa mit Hut mäßig fahren, ist schon okay. Was? Opa mit Hut? Oh, da ist ein LKW. Moment, schauen wir mal, ob ich da durchkomme. Yes, natürlich. Ich das bin ist sowieso ein Mensch, auch der... Ich fahre maximal 120, mehr fahre ich nicht. Ja, ich auch. Da 120, ja, Angst. 130 maximal, das ist... Das mag aber auch daran liegen, dass ich nie Autos mit mehr PS hatte. Die also von der Höchstgeschwindigkeit auch nie mehr als 140 konnten. Und weil ich mir nie teurere Autos oder größere Autos leisten konnte. Ich habe auch, als ich mir das neue Fahrzeug gekauft habe, meinen, warte mal, müssen wir jetzt geradeaus, ja, habe ich auch gesagt, ich brauche nicht mehr wie 100 PS, das reicht, weil damit kann ich, wenn es wirklich mal schnell geht, 180 fahren. Und das reicht nicht. Wie viel PS hatte ich noch nie? Mein jetziges Auto hat 60. Ja. Und mein allererstes Auto, das war ein Seat Marbella. Dann kannst du hier. Vor allem kannst du hier eh nirgends fahren und schau sie dir an. Die dann die Autos ausfahren mit 200 Stundenkilometer, die liest du dann in der Zeitung, weil sie irgendwo zerdeppert sind. Oder ich bin auch, also meine, ich bin auch voll für dieses Tempolimit. Genau, da bin ich voll dafür.
bin ich auf deiner Seite. Auch wenn mir jetzt wahrscheinlich einige den Hals umdrehen wollen, aber ich bin da voll für. Und die regen sich dann immer auf, wenn du dann irgendwie auf der Autobahn irgendwie auf der Mittelspur oder so schleichst. Aber auch ich muss dann mal einen LKW überholen und wenn mein Auto nicht mehr PS und nicht mehr Höchstgeschwindigkeit hat, dann ist das halt so. Genau. Also, da mache ich mir nie einen Kopf. Ups. Ich und man muss auch nicht mit 280 km/h irgendwo lang rasen, muss man einfach nicht. Da muss man mal 10 Minuten eher losfahren. Ja, das denke ich mir auch. Und alle anderen Länder haben auch ein Tempolimit, dass nur die Deutschen wollen es dann mal wieder denken, dann wieder, sie sind dann eingeschränkt in ihrer Freiheit. Ja. Ich habe eh ein Tempolimit, ja. Ja, die werden sich sowieso wundern, wenn das dann wirklich alles mit Elektroautos ist, dann ist das sowieso vorbei. Ja, wenn alles sowieso mit selbstfahrenden Autos ist, ist es sowieso egal, wie schnell du fährst, weil dann lässt du fahren. Weil so per Bene und zu Fuß bin ich eh nicht so schnell. Bin ich eigentlich noch richtig unterwegs? Ja, warte, schon, ich guck mal auf die Map, wir unterhalten uns hier. Also, ja, muss, du bist noch richtig, ich bin noch voll richtig da vorne rechts. Genau. Und dann müsstest du eigentlich immer die 1 im Visier haben. Die 1 im Visier. Hat das eigentlich eine Tankanzeige, wie voll der Tank eigentlich noch ist? Das wäre ja nicht schlecht. Ja, der ist sehr weit unten. Da komme ich nirgends durch, glaube ich. Ach, da, ich sehe es. Ja, aber wir haben hier, glaube ich, schon viele weggeschnetzelt. Also steige ich jetzt mal aus. Und zerlege mal, hier ein paar Autos. Na, ich habe ja keinen Sprit mehr. Ich habe alles rein, was ich hatte. Alles, was in der Kiste war. Ach, die Seiten hast du jetzt nicht so, dann mache ich auch mal mit hier. Ja, es sind hier eh keine. Wir haben ja hier schon sehr gut ausgedünnt von den Zombies. Ich denke, auf der Welt respawnen die trotzdem, wenn du die Map neu lädst. Naja, aber dann wären ja hier welche. Ja, hier sind ja auch welche. Naja, aber nur vereinzelt. Das sind ja nicht Heerscharen, so wie es vorher waren. Schau mal nach dem Zustand des Fahrzeugs an. Ja, das mache ich gleich. Aber reparieren, wie gesagt, kann ich ihn dann eh nicht. Drehen wir halt immer schnell rum. Holen wir mal noch. Jawohl, schön viel Benzin. Immer her damit. Da her das Zeug. Was? Eine Sirene? Ja. Wusste ich gar nicht, dass die angeht. Wahrscheinlich nicht immer, ne? Das ist so wie die Alarmanlagen. Recht random, ja. Ja, jetzt kommen sie natürlich, ist klar. Ja. Der spuckt nicht rum, komm her hier. Mir ist die Hauptsache, dass die nicht an unser Fahrzeug gehen. Wenn die da nicht rangehen, dann ist es natürlich perfekt, ne? Vielleicht gehen die ja wirklich nur an die kleinen Maschinen oder so. Ja, aber was hat das für einen Sinn? Keine Ahnung, vielleicht sind die lauter. Wobei ich das jetzt auch nicht glaube, ja, das dass die Maschinen lauter sind wie dieser Panzerwagen. Wirklich nervig, ja. Tada, tada. Ich bräuchte so ein Klappfahrrad hier dabei. Ja, das sieht fast aus wie meiner hier, wie der i10. Gleiche Farbe. Ach stimmt, ja, du fährst ja den i10 und ich habe ja den i30, ja. Genau, Automatik. Ja, ich wollte ihn mir eigentlich auch in Automatik kaufen, aber allerdings, der stand dann da im Laden und der hat mir gefallen und dachte mir, naja, ist wurscht. Ich hab's ja gelernt zu kuppeln. Also von daher. Ja, ich auch. Ich bin ja nun auch 30 Jahre mit Kuppel gefahren. Ich weiß gar nicht, warum wir uns das hier antun, so dieses komplizierte Getriebe zu lernen, weil ja, in Amerika haben sie ja alle, also sagen wir mal zu 90%. Würde ich auch sagen, 90% locker. Das halt. Was bist du für ein Vogel und warum? Das könnte ein Rabe sein. Schau ich mal, ob ich den erwische.